Dynamo TV wird präsentiert von Feldschlösschen. Keine Ahnung, was ich euch sagen soll. Irgendwie bin ich enttäuscht, dass es nur ein Punkt ist, weil wenn man sich die Tabelle anguckt, dann ist ein Punkt in der Situation, in der wir sind, nicht viel. Ich glaube, da will ich nicht zu negativ sein, aber ich glaube, dass das einfach mal ein Fakt ist. Diese letzte Tike brauchen wir ein bisschen mehr haben. Das ist immer dieselbe Geschichte. Das war dieselbe Geschichte in Frankfurt oder in zu Hause gegen Pauli. Wir brauchen diese letzte Konsequenz. Darüber haben wir viel gesprochen und jetzt wissen wir das. Und wir haben heute probiert, das hat nicht geklappt, aber wir machen weiter. Ja, na klar. Ich glaube, es waren jetzt schon fast 2 Jahre. Bin ich froh, dass es geklappt hat und dass ich der Mannschaft helfen konnte. Es war auch wichtig, denke ich, nochmal vor der Halbzeit das Tor gemacht zu haben. Da wussten wir, nach der Halbzeit geht es wieder praktisch bei Null los und wir konnten uns neu ordnen und denke ich, haben dann auch eine bessere zweite Halbzeit gezeigt. Okay, wenn du nach ein paar Sekunden einen drin hast, dann musst du dich schon kurz schütteln. Aber ja, darf natürlich nicht passieren, ist passiert. Also ich wurde gerade schon gefragt, ob ich dann Angst hatte, dass wir unter die Räder kommen, aber ich habe vor dem Spiel jeden ins Gesicht geguckt und habe gesehen, dass jeder will, dass jeder die 3 Punkte holen will und eigentlich da hatte ich keine Angst, dass wir jetzt hier unter die Räder kommen. Ja, besser als gar keinen Punkt mitgenommen zu haben. Ich denke, das Unentschieden ist gerecht, müssen wir einfach so sagen. Aufgrund der zweiten Halbzeit hatten wir vielleicht ein bisschen mehr Übergewicht, aber so richtige große Chance ist uns auch nicht gelungen, rauszuspielen. Daran müssen wir weiterarbeiten und mit ein bisschen mehr Glück holst du vielleicht was, aber cool, wir müssen munter putzen, die positiven Dinge mitnehmen. Ich glaube, wir haben eine Mannschaft gesehen, die zusammenhält, wo jeder für den anderen da ist, Kampfbereitschaft zeigt und das ist nun mal gefragt jetzt im Abstiegskampf. Ich denke, diese zweite Halbzeit war sehr kontrolliert und wir haben sehr gute Dinge gezeigt. Aber ja, wie gesagt, das ist trotzdem nicht genug und ein bisschen mehr hätten wir vielleicht verdient. Aber ich hoffe, dass in nächste Woche dass wir vielleicht ein bisschen besser kriegen werden. Die Situation ist die, dass wir zu wenig Punkte haben und in der Tabelle weit hinten sind und dass wir einfach viele Punkte holen müssen, um da unten rauszukommen und besser 3 als 1. Und heute haben wir nur 1 geholt, in Anführungszeichen, auswärts und das ist eben die Situation, mit der wir umgehen müssen. Ich will dir jetzt nicht irgendwas Schönes erzählen, was jeder hören will. Es ist nun mal so, wir stecken hinten drin, haben nicht viele Punkte und 1 Punkt bringt dich auch nicht auf den 5. Platz. Und es geht darum, so viele Punkte wie möglich zu holen und heute haben wir 1 geholt und es fehlen noch einige, um da unten rauszukommen. Und damit setze ich, nochmal habe ich auch den Kollegen gesagt, damit setze ich niemanden unter Druck, will ich auch nicht, aber es ist ein Fakt.